Ich habe hier einen Stein. Und dieser Stein ist für uns in unserer Familie einmal ein wunderbares Symbol geworden für die Kraft Gottes. Weißt du, im ersten Korintherbrief lesen wir, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Torheit. Das Wort vom Kreuz ist Torheit. Und das stimmt. Wenn das Evangelium, wenn du das weitergibst der Welt, die verlachen dich. Das ist so ein Unsinn. Das ist so eine Torheit. Ja, das ist so verrückt. Gott irgendwie wird Mensch und stirbt dann. Stirbt. Ja, und das glauben die Christen. Und wenn du das irgendwelchen religiösen Leuten erzählst, Leuten, die sich für Religion, für Übersinnliches, für Übernatürliches interessieren, ja, dann ist das völlig absurd für die. Und wenn du das Menschen, die normale, ganz normale Menschen sind, ohne dass sie was mit Christentum am Hut haben, erzählst, die verlachen dich. Es ist ihnen so albern. Und das Interessante ist, dass es schon in der Bibel genau dieses Phänomen gab. Da heißt es, weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Juden steht hier für Leute, die religiös interessiert sind, für Religiöse. Und es ist etwas, worüber sie sich ärgern. Das Wort vom Kreuz, die Erlösungsbotschaft Jesu ist etwas, worüber Menschen sich richtig ärgern. Es ist etwas, wo dieser religiöse Ansatz, ich muss etwas tun, um durch meine Leistung vor Gott, wie immer der auch heißen mag, akzeptiert zu werden, einfach ad absurdum geführt wird. Das Christentum ist keine Religion. Das Christentum ist eine Frage der Beziehung. Und dann geht es hier weiter über die Griechen. Das ist ein Bild für die normalen Menschen, für die Heiden, für die Leute der Welt, für die Humanisten, für die Leute, die, wie gesagt, mit Christentum nichts am Hut haben. Für sie ist das eine Torheit, Dummheit, Christentum, sowas Dummes. Und Christen sind Leute, über die man lächelt und die man nicht für voll nimmt. Den Berufenen selbst aber, geht es hier weiter bei Paulus, sagt er, Juden wie Griechen, denen predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Den Menschen mag das absurd erscheinen. Aber für diejenigen, die es erkennen, ist es wunderbar. Wer das versteht, für den ist es kein Ärgernis, für den ist es keine Torheit, für den ist es eine fantastische Kraft Gottes, die ihn zum ewigen Leben bringt. Und das ist wie mit diesem Stein. Ein völlig unscheinbarer Stein äußerlich. Aber weißt du was? Dieser Stein birgt ein Geheimnis, was man erst dann erkennt, wenn man die Möglichkeit hat, zu sehen, was sich innen drin verbirgt. Das ist nämlich eine Druse, es ist ein Quarzkristall. Und das ist etwas, was für uns ein Bild für das Christentum geworden ist. Nach außen mag es unscheinbar und vielleicht steinig erscheinen, staubig, unbedeutend. Aber im Inneren verbirgt sich der Schatz. Und du musst einfach dahin kommen, dass du dich von der äußeren Hülle nicht abschrecken lässt, sondern den Schatz entdeckst, der im Inneren ist. Du musst über diese Hürde von Ärgernis und Torheit hinwegkommen und sagen, ich lasse mich darauf ein und ich bin bereit, herauszufinden, was sich tatsächlich im Inneren verbirgt. Und weißt du, was das ist? Das ewige Leben. In dem Sinne, lass dich ein auf das Wagnis, wirklich hineinzugehen in das, was Gott für dich hat. Denn er hat viel mehr für dich.